Ein weiterer Entwicklerstream ist zu Ende gegangen, den ich in diesem Video kurz zusammenfassen möchte. Im neuen Maxis Monthly Stream haben die Entwickler mehr Infos zur neuen Pack-Umfrage geteilt, welche nächste Woche Montag, den 23. Dezember, starten wird. Mit dieser wird über den allgemeinen Pack-Stil bestimmt, welcher aus den drei unterschiedlichen Vorschlägen gewählt werden kann. Der gelbe Raum beinhaltet eher etwas buntere Objekte, die anderen beiden haben aber auch ein paar moderne Möbel in der Auswahl. Besonders gut gefällt mir hier der gelbe Raum, der mich hier durch die etwas besonderen und ausgefalleneren Möbel doch mehr als die anderen zwei Optionen überzeugen konnte. Die von den Entwicklern als große Ankündigung betitelte Ergänzung ist die Galerie, welche für die Konsolenspieler bisher nicht zur Verfügung stand. Laut den Entwicklern soll man diese aber ab Frühjahr 2020 ebenfalls auch für die Konsolen nutzen können. Wenn jemand ein Haus in der PC-Version von The Sims 4 erstellt hat, wird man dieses auch auf der Konsole herunterladen können. Alles funktioniert also plattformübergreifend. Wenn ihr euch nachträglich für meine Meinung zum Entwicklerstream interessiert, könnt ihr euch hier meinen Livestream nochmal ansehen. Den Originalstream auf Twitch findet ihr wie immer in der Beschreibung. Für welchen Raum werdet ihr am Montag wählen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.